Heute gibt's ein neues DIY-Video für euch. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen DIY-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, lange ist es her, dass ich wieder was gebastelt habe, aber heute ist es soweit, wir basteln wieder was in Disney- oder Mickey-Form. Und zwar diese tollen Mickey-Körbchen. Ja, diese tollen Mickey-Körbchen basteln wir heute. Man braucht eigentlich nur drei Sachen, um diese Mickey-Körbchen zu basteln. Das zeige ich euch gleich. Und ja, viel Spaß beim Schauen, Nachbasteln. Und wenn ihr es bastelt, schickt mir gerne eine Nachricht auf Instagram, postet es in eurer Story, schickt mir eine Mail. Unten sind auch meine Maildaten. Also egal, zeigt mir was, wie ihr es bastelt, was ihr bastelt. Es freut mich immer sehr. So, und jetzt geht's los. Dieses DIY ist super einfach und ihr braucht eigentlich nur drei Sachen. Und zwar erstens Band, Schnur. Ich habe jetzt hier 100% Jute-Schnur. Einmal mit 4 mm Dicke und einmal mit 6 mm Dicke. Warum, zeige ich euch gleich. Genau, ihr könnt aber jetzt auch zum Beispiel Makramee-Band nehmen, ist heller und franzt nicht so. Ihr seht, das hier ist ein dunkleres Braun und das hat so ein paar Fransen, dieses Jute-Band. Wenn ihr Makramee nehmt, ist es, ja, hat keine abstehenden Fäden sozusagen. Aber ich habe jetzt hier Jute, wo man das kriegt. Ich habe es jetzt im Bastelladen gekauft. Ihr kriegt es auch bestimmt im Internet, bei Amazon, in allen möglichen Bastelläden, günstigen, Teddy und wie sie alle heißen. Kriegt ihr das bestimmt auch. Als zweites braucht ihr, ich habe jetzt Topfuntersetzer aus Kork gekauft. Ihr könnt das aber auch natürlich euch selbst ausschneiden. Das heißt, da spart ihr sogar noch Geld, wenn ihr, sagen mal, ich hatte jetzt aber nicht so viel Pappkarton da, weil ich gerade einen Insta-Sale hatte und dementsprechend keinen Karton mehr hatte. Aber ihr könnt euch die Mickey-Form auch selbst aufzeichnen, ausschneiden auf Pappe, auf Moosgummi, was ihr gerade zu Hause habt. Da malt ihr euch einfach einen Mickey-Kopf drauf, so groß wie ihr ihn haben wollt und spart im Prinzip auch noch Geld für das Material, was ich euch jetzt zeige. Ich habe, wie gesagt, Korkuntersetzer gekauft. Die habe ich beim Teddy gekauft. Kosten 1 € zwei Stück. Dann dazu die passenden kleinen Korkuntersetzer. Die kosten 4 Stück auch 1 €. Und ihr seht, wenn man die zusammenklebt, ergibt es einen Mickey. Und die habe ich nochmal in größer im Bastelladen gekauft. Und zwar einmal der Korkuntersetzer, das ist auch 2 Stück. Ich weiß nicht, die waren etwas teurer im Bastelladen. Und dann halt die entsprechenden Ohren. Deswegen sind auch 2 unterschiedlich dicke Bänder da. Oder Jute-Bänder, Stränge, egal. Also deswegen einmal das dicke, das benutze ich für den großen Mickey. Und die dünnen benutze ich für die kleinen Mickey. Ich werde beide basteln. Um euch das halt den Vergleich zu zeigen. Einmal einen großen und einmal einen kleinen. Und, achso, die dritte Sache, die ihr natürlich braucht, ist Heißkleber. Ich kann es gerade nicht so weit ziehen, weil es am Strom hängt. Genau, ihr braucht ganz, 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 ganz viel Heißkleber. Und mehr braucht ihr nicht und dementsprechend können wir starten. So, Ärmel hochkrempeln. Ich habe die Korkplatten jetzt ausgepackt und klebe die jetzt hier mit Heißkleber fest, dass es einen Mickey ergibt. Ich habe jetzt mal die Tischdecke auch noch weggenommen, weil mir aufgefallen ist, dass ich keinen Heißkleber auf der Tischdecke haben möchte. Ja, es muss auch nicht super, super stabil sein, nur dass es ein bisschen hält. Die Stabilität kommt später mit den Bändern oder dem Seil. Und jetzt noch das zweite Ohr. Wie eben auch schon erwähnt, ihr könnt das Ganze natürlich auch auf Pappe machen, auf Moosgummi. Mal kurz gucken, was es auch in Mickey ergibt. So, genau. Also ihr könnt das auch auf Pappe machen, Moosgummi. Ihr müsst jetzt auch nicht so krasse Kreise machen. Ihr könnt das auch in einem Verlauf ausschneiden, aus Pappe zum Beispiel. Natürlich auch viel kleiner. Mein Mickey ist jetzt natürlich größer. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Pappe. Vielleicht finde ich im Laufe der nächsten Tage noch Pappe. Oder kriege ein Paket und schneide euch gerne noch eins aus und zeige euch dann hier ein Bild.
Aber ihr könnt euch auch einfach einen Mickey-Kopf aus dem Internet ausdrucken, wenn ihr das nicht aus der Hand malen könnt. Und dann einfach ein Blatt Papier malen oder direkt auf die Pappe oder aufs Moosgummi ausschneiden und dann habt ihr das Format sozusagen auch. Aber ich fand es jetzt mit diesen Korkplatten ein bisschen einfacher und dann sehen die auch von unten halt sehr schön aus, diese Dekokörbchen. So, beide Ohren sind jetzt fest. Jetzt beginnen wir mit einem Ohr, nehmen uns das Seil, beginnen mittig. Moment, mal kurz schieben, damit ihr auch was seht. Ihr beginnt mittig mit dem Seil. Einmal festkleben das Ende, festhalten und dann einmal im Kreis, einmal komplett um das ganze Ohr herum. Das Drumherum muss wirklich eng anliegend sein und ihr müsst zwischendurch immer kleben, damit das auch wirklich gut hält. Das Endstück von diesem Band hätte ich auch ein bisschen abfackeln können mit einem Feuerzeug, weil es ein bisschen ausfranst, merke ich gerade. Aber das klebe ich jetzt zu. Und ja, so geht es weiter. Im Kreis kleben, kleben, drumherum binden. Und dann sehen wir uns gleich, wenn es fertig ist. So, ein Ohr ist jetzt fertig. Wie eben erwähnt, werde ich das Ende jetzt ein bisschen abfackeln. Vorsicht, ne? Es könnte brennen, dann schnell auspusten, aber so kann man das Ausfransen verhindern von diesen Dingern. So, ich habe etwas die Befürchtung, dass mein Band nicht reicht. Ich habe von dem dicken Band nur eine Rolle. 11 Meter. Ne, 10 Meter sind hier drauf und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht reicht für den kompletten Mickey. Aber von dem dünnen hier habe ich jeweils zwei Rollen, 11 Meter. Und da braucht man ja auch weniger für den kleinen Mickey. Ich werde jetzt bis zum Ende machen, bis die Rolle nicht mehr reicht. Und dann werde ich wahrscheinlich auf die kleinen Mickeys umsteigen müssen. Also das Endergebnis von dem großen werdet ihr, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr sehen können, was schade ist, weil der Bastelladen hat jetzt auch geschlossen. Ich kann das auch nicht nachkaufen. Ja, das war jetzt irgendwie, ich dachte, 10 Meter. Das wird schon reichen, aber da habe ich wohl falsch gelegen. Also, man braucht wohl sehr viel mehr Band. Also, die Hälfte würde ich jetzt sagen, ist circa für ein Ohr draufgegangen und man braucht ja zwei Ohren, das Gesicht und dann muss man ja noch drumherum auch noch Band machen, damit man so ein bisschen Stabilität und Höhe reinbekommt. Ja, aber erstmal Ohr Nummer zwei. Ja, ich habe es ja schon prognostiziert. Das zweite Ohr ist fertig geworden, aber das ist das, was ich übrig habe. Ja, das war falsch kalkuliert von mir, aber wir sehen uns dann gleich wieder mit demselben Stand, aber mit den kleineren Korkplatten. Das werde ich dann wahrscheinlich andermal fertig machen, wenn die Bastelläden wieder oder die Läden wieder offen haben. Kann ich nämlich denselben nachkaufen und dann sieht es ziemlich einheitlich aus. Ich habe jetzt nämlich Angst, wenn es im Internet oder so bestellen würde, dass ja, ich einen anderen Farbton oder so bekomme. Ja, da bin ich wieder mit 3000 Verbrennungen an den Fingern und dem kleinen Mickey mit den zwei Ohren. Ich habe parallel noch eingebastelt mit dem Makramee, wovon ich euch erzählt habe. Sieht dann so aus, damit ihr auch einen Vergleich habt. Genau, so, also die Ohren sind jetzt fertig. Jetzt müssen wir den
Kopf machen. Das macht ihr genauso wie mit den Ohren. Der braune Miki ist jetzt sozusagen fertig, also ne, fertig ist noch nicht komplett fertig, aber was ich jetzt bei dem beigenen machen werde, ist, ich werde die Mitte vor dem Kreis ausmessen, weil ich hier nicht genau den Mittelpunkt getroffen habe und jetzt hier an der Seite, das sieht man jetzt aber nicht, weil auch gleich die Ränder noch gemacht werden, zwei Stränge einzeln legen musste, aber ja, so sieht es jetzt aus. Wie gesagt, man sieht es nicht und es ist auch noch nicht fertig. Aber ich empfehle euch, die Mitte auszumessen, dann müsst ihr das nicht mehr korrigieren. So, jetzt mache ich auch den hellen Mickey und ja, dann geht's weiter. Beide Mickey-Köpfe sind jetzt fertig. Ich habe übrigens für beide Ohren und das Gesicht eine komplette Rolle, also 11 Meter verbraucht. Zum Glück habe ich eine zweite. Was wir jetzt machen müssen, ist den Rand und die Stabilisation, weil ja, jetzt sieht es noch so aus. Und damit es wirklich ein Körbchen wird, müssen wir jetzt erstmal einmal komplett, auch dass der Rand verschwindet, einmal komplett drumherum die Schnur einmal wickeln und dann das nochmal und nochmal und nochmal wickeln, bis ihr so einen kleinen Rand habt. Ich zeige euch zwischendurch immer einen Zwischenstand. Ich habe es ja noch nie gemacht, also das erste Mal. Und ja, ich hoffe, dass es einigermaßen klappt. Ich muss sagen, jetzt so vom Optischen her gefällt mir das Makramee auch ein bisschen besser. Aber das ist Geschmackssache. Ja, müsst ihr wissen, wie ihr es macht. Ich mache jetzt weiter. Und es dauert schon ein bisschen. Ich bin jetzt, glaube ich, schon seit 1,5 Stunden dran. Gut, ich habe mit dem Großen ja angefangen. Mache jetzt zwei parallel, aber es dauert schon ein bisschen, aber im Fernsehen gucken oder so kann man das ganz gut tun. Zwischenstand, es ist schon gleich dunkel draußen. Ich habe den hellen schon fertig. Sieht dann am Ende so aus, finde ich richtig schön. Aber ich sag euch, das ist eine Viertelarbeit. Es ist unglaublich viel Arbeit. Ich sitze jetzt hier seit Stunden und bin jetzt mit dem hier dran. Und ja, sehr, sehr viele verbrannte Finger. Es lohnt sich, aber es ist doch mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Aber es ist trotzdem, finde ich, ein sehr schöner Deko-Gegenstand, den man wirklich verschieden einsetzen kann zu Hause oder auch verschenken kann. Aber nehmt euch genügend Zeit oder rechnet genügend Zeit ein. Oh, Leute, es ist geschafft. Beide Körbchen sind fertig. Ich spüre meine Fingerkuppen nicht mehr vor Verbrennungen. Es ist sehr krass. Also, wenn ihr das nachbasteln wollt,
seid gefasst, dass ihr euch verbrennen könnt. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich werde es morgen nochmal, jetzt ist es schon dunkel, im Hellen nochmal ein bisschen dekorieren und euch nochmal morgen zeigen. Aber das ist im Prinzip das Ergebnis für den dunklen Korb. Sehr hübsch. Ihr seht die Höhe. Ihr könnt das natürlich variieren, die Höhe, wie euch das gefällt. Hier hängt noch ein Klebefaden. Der ganze Boden ist auch voller Kleber, weil sich die Fäden da so verdingsen. Genau, also ihr könnt die Höhe variieren, wie ihr das möchtet. Ich habe es jetzt so gelassen und das ist der helle. Ja, ist Geschmackssache. Wenn ihr natürlich dickeres Band nimmt, geht das natürlich wesentlich schneller. Und ja, beim nächsten Mal, auch für die kleineren, würde ich wahrscheinlich dickere Schnur nehmen. Aber es ist geschafft und ich mache jetzt hier Feierabend und wir sehen uns morgen früh. Da bin ich wieder, neuer Tag, sehr gut ausgeruht. Meine Fingerkuppen geht es auch schon wieder besser von gestern. Ihr habt auch gerade die Aufnahmen gesehen, wie ich die Mickey-Körbchen dekoriert habe. Ich zeige es dir jetzt auch erstmal einmal noch ohne Deko, einmal mit dem braunem Juteband, sehr, sehr hübsch, und einmal mit dem hellen Makrameeband. Also, ich bin begeistert. Wie gesagt, es dauert sehr, sehr lange. Es ist eine große Fittelarbeit. Man braucht sehr, sehr viel Heißkleber, sehr, sehr viel Band. Ich mache ja noch irgendwann den großen fertig, wenn die Geschäfte wieder aufmachen und ich das Band nachkaufen kann, werde ich auch noch den großen fertig machen und wahrscheinlich dann in meiner Insta-Story zeigen. Also gerne folgt mir auch gerne bei Instagram. Ansonsten hoffe ich, euch hat dieses DIY-Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann!